Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruderbaustelle. Und ich dachte, ich gebe euch mal ein kleines Update, was denn so in der Zwischenzeit passiert ist. Nicht wirklich viel und ich wollte euch aber trotzdem mal zeigen, was ich mir hier für den Hubmast überlegt habe. Und ich habe noch mal ein bisschen was an der Elektrik geändert und das wollte ich euch eigentlich mal nur kurz mal auf den aktuellen Stand bringen. Genau, was ist passiert? Ich mache mal den Hubmast hier weg, können wir nachher uns drum kümmern. Und ich wollte euch das eigentlich nur noch mal zeigen, weil ich habe beim letzten Video nur den normalen Fahrregler, diesen kleinen, hier fürs Fahren verwendet habe. Einfach nur zum Testen mal. Und ich habe ja schon gesagt, ich wollte diesen großen Truckregler einbauen, weil der einfach schön feinfühlig fährt. Und damit ich euch das mal kurz ein bisschen zeigen kann. Ja, es ist noch ein bisschen provisorisch. Wir stecken gerade mal das um. Wir stecken den einen nochmal aus. So. Und zwar, jetzt stecken wir mal den ursprünglich an. Moment, ich baue noch den BDC. Zack. So. Und müssen wir auch noch umstecken. Jetzt. Jetzt haben wir den Motor wieder auf den, also den Fahrantrieb auf den normalen Regler. Machen wir hier mal an. Bevor ich es vergesse, ich will euch das ja zeigen. Der Wolfgang hat mir geschrieben, nachdem wir beim allerersten Video, habe ich ja mit dieser Säge oder mit diesem Sägeblatt das abgesägt. Er hat mir hier eine Säge von Trumpeter empfohlen. Und die ist echt der Hammer. Da gibt es hier nochmal zwei so ganz kleine Sägen mit dazu. Und für alle, die das nachbauen wollen, ich glaube, dieses Teil empfiehlt sich wirklich, um hier zu arbeiten. Weil man kann sehr fein arbeiten. Ich werde es euch unten verlinken. Plus, das am Rande kann ich echt nur empfehlen, dieses Teil. Vielen Dank an den Wolfgang für die Empfehlung. So, kommen wir wieder zu den Fahrreglern. Jetzt haben wir den normalen Easy-Regler drin. Stecken wir mal schnell ein. Dann zeige ich euch, warum mir das mit dem anderen Regler so wichtig war. Passt alles? Ja, gut. Denn der Regler hat eine Besonderheit. Es ist kein Problem, aber es ist eine Besonderheit, die hier ein bisschen mitspielt. Das heißt, wenn ich jetzt hier vor- und zurückfahre, dann bleibt der nicht sofort stehen, denn der bremst den Motor sanft ab. Ich kann zwar gegenlenken, aber ihr seht, selbst mit vollem Einschlag habe ich immer noch ein bisschen Nachlauf, denn er bremst die Motoren langsam ab und geht dann erst in die Rückwärtsbewegung. Das heißt, ich kann dieses Schwarz-Weiß hin und her, zackig hin und her fahren, kann ich gar nicht machen mit diesen Reglern, denn dafür sind die nicht gemacht. Ja? Viele günstige Regler haben genau diese Funktion oder diese Eigenart, die mir eben bei den LKWs nicht gefällt. Dass ich einfach von Vollgas sofort Vollgas rückwärts fahren kann, da ist das hier super. Allerdings möchte ich ja mit dem Gabelstapler unter Umständen auch mal schnell einfach hin und her wenden. Und da will ich ein bisschen schnellere Reaktionen einfach von dem Regler haben. Das heißt, ich stecke den nochmal um und wir stecken eben diesen anderen Truck-Regler ein. Und den kann man programmieren. Ich stecke es gerade um und rede derweil. Man kann ihn programmieren dahingehend, dass ich sage, er hat eine harte Handbremse. Dann rollt er einmal nicht weg und er bremst wirklich knackig. Ist im Endeffekt, wie man es auch für die Crawler natürlich braucht, dass der richtig eine Bremse macht. So, BEC brauchen wir in dem Fall nicht, das hat nämlich der mit drin. Das passt alles. Dann müssen wir noch hier die Fahrmotoren umstecken. Und dann schauen wir mal, es müsste eigentlich schon umprogrammiert sein. Auf den anderen Modus. Hier ist ein kleiner Knopf dran. Ich verlinke natürlich den Regler noch unten. Das ist die Anleitung. Der hat auch gleich die Beleuchtung für Rückfahr- und Bremslicht mit dabei. Habe ich jetzt natürlich noch nicht eingebaut, soweit sind wir noch nicht. Aber das ist dann auch gleich mit dabei. Und stecken wir den mal schnell ein. Und schauen mal. Genau, er hat jetzt rot geblinkt. Und wenn er rot blinkt, habe ich den eine harte Handbremse aktiv. Und dann schauen wir mal, wenn ich jetzt hier vorwärts fahre, dann bleibt er auch wirklich direkt stehen und bremst eben mit. Und das ist einfach das, was ich hier haben möchte. Ja? So, und er fährt um einiges sanfter. Also der hat viel mehr Tastpunkte. Ich kann ihn also viel feinfühliger fahren. Ja, und ihr seht, das geht beim anderen nicht. Also der andere hat auch eine höhere Widerstandsschwelle einfach beim Anfahren. Da muss ich sagen, da bin ich jetzt mit dem Regler um einiges glücklicher und der wird auf jeden Fall hier drin bleiben.
Den anderen Regler lassen wir aber auch drin, denn den werde ich jetzt dann gleich mal für den Hubmast missbrauchen, um das zu testen. So, damit wir jetzt hier mal endlich zu dem Wesentlichen kommen. Ich habe mal ein paar Varianten probiert und ich wollte ja bei dem Hubmast das Original so beibehalten, auch mit diesem Seilzug. Und das ist das, was mich eigentlich auch am meisten gerade nervt, deswegen kommt auch dieses Video, denn das passt so hervorragend hier rein und es klappt alles wunderbar, aber es fehlt die Kraft. Es fehlt einfach die Kraft. Ich zeige euch das mal, meine Überlegungen. Also ursprünglich wollte ich eine Trapezgewindespindel mit 6 mm nehmen. Die habe ich auch schon beim Manitou für die Schaufel verwendet oder beziehungsweise verwenden wollen. Die habe ich noch da. Das Problem ist hier, die sind sehr schwer zu bekommen und momentan kriege ich wieder keine. Deswegen, oder nur zu horrenden Preisen. Deswegen bin ich da weggekommen. Ich finde sie schön, weil sie sehr, sehr klein ist. Aber wir haben eigentlich auch den Platz. Das heißt, hier habe ich eine TA8 Gewindespindel. Die kennt ihr, das sind die, was auch in, so in den 3D-Druckern verbaut werden. Genommen und genau, habe einen Adapter gemacht. Und unten habe ich eine Halterung gedruckt. Die ist übrigens jetzt nicht mit dem normalen 3D-Drucker, sondern die ist gesintert und ist auch mit dem Resin gedruckt, dadurch hält die ein bisschen mehr in alle Richtungen, ist natürlich auch ein super feiner Druck, dauert halt einen Tacken länger, aber die passt wunderbar da rein und hält auch die Belastung dann aus. Wie gesagt, jetzt ich stecke sie mal kurz da an. Es passt so hervorragend rein, also es nervt mich unwahrscheinlich, dass ich mit dem Motor zumindest, den ich jetzt gerade hier habe, die Leistung nicht abrufen kann. Ja, also ihr seht, wird hier nur unten eingesteckt und wir schreiben es schnell fest von der anderen Seite. Und das ist ein Motor, der macht jetzt im Endeffekt knappe 1000 Umdrehungen. Und wir kriegen eine wahnsinnig gute Hubgeschwindigkeit hin. Und zwar eigentlich genauso, wie ich es mir vorstelle. Deswegen war das auch so der erste Ansatz des Ganzen, dass ich hier mit der Gewindespindel, die hat 2 mm Steigung, dass wir hiermit arbeiten. Weil wir hier einfach einen schönen, flüssigen Hub hinbekommen. Das Ding läuft natürlich auch wie Butter und ist auch selbstsperrend. Das war das, was ich mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat bei den anderen Varianten. Wenn ich das jetzt mit Seilwinde mache, etc., dann habe ich ja zwangsläufig nicht unbedingt etwas Sperrendes. Das heißt, entweder der Motor muss dauernd arbeiten oder ich muss es nochmal über eine Schnecke umlenken, damit das Ganze gesperrt wird. Kriege aber natürlich dadurch unter Umständen mehr Kraft auf den Hubmechanismus. Nachdem ja das jetzt schon, was kommt, eher ein Desaster wird, werde ich ja da noch mal ein paar andere Varianten testen müssen. Aber ich will euch das ja mal zeigen. Dann vielleicht hat ein anderer ja die gleiche Idee und denkt sich, das mache ich jetzt auch gleich so. Ja, man muss halt ein bisschen gucken. Vielleicht kann ich euch da die Selektion oder diese Erfahrung gleich ersparen. Nichtsdestotrotz, ich habe parallel natürlich jetzt schon mal ein bisschen neues Material bestellt. Und ein paar Sachen kommen natürlich wieder aus Fernost. Wie eigentlich so ziemlich alles, was Technik und Elektronik irgendwie angeht. Gell? Und deswegen dauert das jetzt etwas länger als geplant. Also, dieses Teil hier sitzt hier unten drin. Ist wie gesagt, macht 1000 Umdrehungen, dieser kleine N20 Motor. Und jetzt haben wir halt eine hohe Steigung durch das Trapezgewinde. Und beim Trapezgewinde ist es so, wir haben wahnsinnig viel Auflagefläche. Das heißt, der frisst echt Energie. Und das wird im Endeffekt auch unser Problem hier sein. Aber ich wollte euch das mal zeigen, wie ich mir so meine Wunschumdrehung vorstelle. Denn das wäre jetzt natürlich die Musterlösung. So, der Adapter kommt hier einfach oben drauf. Auch das. Popel einfach gehalten. Und wie gesagt, wenn der Motor die Leistung abrufen würde, beziehungsweise bringen würde, die wir hier brauchen, wäre das Ganze einfach gigantisch. Also da hätte ich Luftsprünge gemacht, dann wären wir schon sowas von weit. Aber das sind wir nicht. Muss auch mal einen Rückschlag geben. Aber der Weg hat mir gefallen. Auch wenn es der Holzweg war. Also, das schrauben wir schnell fest.
Und ihr seht, das war jetzt wirklich ultra simpel vom Aufbau her. Und wir machen das jetzt auch gleich hier direkt am Modell. So, Moment. Kriege ich das hier hin? So, dass es irgendwie nach was ausschaut. Ja. Ich stelle hier unten nochmal was. So, vielleicht. So. Und dann stecken wir doch das gleich mal an den Regler an und sehen, was passiert. Also das ist jetzt Vollgas. Und wenn ich jetzt sage, wir wollen jetzt hier einen normalen Hub haben. Das wäre natürlich ideal, oder? Zack, unten aufnehmen, hochfahren, ablegen, rüberfahren. Das wäre natürlich eine Geschwindigkeit. Super. Und es steht. Ja? Ist halt selbstsperrend mit der Trapezgewindespindel. So war es natürlich der Plan. Das Problem ist, wir ziehen hier halt gar nichts. Ich baue hier mal die Palette drauf. Ihr hört es schon. Es ist jetzt schon deutlich schlechter. Ich hole mal so einen Stein hier. Was hat der? Wenn meine Waage noch mitmacht. So, der hat 450 Gramm. Okay, ein bisschen halten. So. Das war's. Da passiert leider nicht mehr viel. Also mit ein bisschen helfen. Ja. So. Der erste Gedanke, wie gesagt, so simpel, so genial, so super funktioniert, aber ein Displaymodell bauen wir halt nicht. Und ich meine, 500 Gramm ist halt nichts für so eine Palette. Also ich sage jetzt mal, so ein paar Steine würde ich schon gerne damit auch heben können. Ist halt traurig. Okay, nichtsdestotrotz, die zweite Überlegung, wie gesagt, Seilzug ist immer noch im Hinterkopf so ein bisschen. Seilzug hat halt für mich diesen Nachteil vom Sperren her und ja, Nachteil ist immer relativ, sondern halt hat auch diesen Beigeschmack, die Gabel muss ja irgendwie runter. Ja? Und ich kann euch das mal zeigen, wenn ich die jetzt hier aushänge. Ich nehme mal den Adapter runter. So. So, jetzt ist nichts dran. Ja. Die ist halt nicht so flüssig laufend, das heißt, die bleibt da auch hängen. Das heißt, ich muss sie auch aktiv nach unten ziehen, denn ich habe ja nicht immer eine Palette da drauf, beziehungsweise ich brauche hier echt Gewicht. Jetzt ist halt hier das Problem, was soll ich machen? Wenn ich jetzt die Gabel nochmal beschwere, damit es nach unten geht, dann muss ich ja noch mehr hochziehen. Ich weiß es nicht, also es ist jetzt nicht meins. Die zweite Überlegung war ja, gut, okay, die Trapezgewindespindel ist natürlich sehr optimistisch gewählt mit der hohen Steigung und allem drum und dran. Komm, wir gehen mal wieder zurück zur M6 Messingspindel und Messingaufnahme. Ja, da kann ich nämlich ein bisschen nachschneiden, das läuft auch sehr geschmeidig. Der Vorteil hier ist, aufgrund der Flankengeometrie haben wir einfach weniger Reibung als beim Trapez, als bei der Trapezgewindespindel. Und ich komme hier auch gut hin mit allem. Ich habe 1 mm nur Steigung, das heißt, wir sind bei gleicher Drehzahl nur noch halb so schnell. Und gut, dafür habe ich halt auch mehr Kraftübertragung. So. Auch hier Adapter rein. Das Gute ist, es ist relativ schnell umgebaut von A zu B. Und wir haben dann einen hübschen Vergleich von dem Ganzen. Wie gesagt, das ist jetzt eine M6er und wir sind immer noch bei den 1000 Umdrehungen. Und dann schauen wir mal, also deutlich langsamer. Ich glaube, ich lege mal was drauf, dann seht ihr das besser. So. Ist aber auch noch okay. Also die Geschwindigkeit wäre jetzt nur nicht mal das, wo ich sage, macht mir extrem Sorgen. Aber ihr hört schon, oben ist eins von diesen Kabeln wieder verrutscht.
er muss schon mehr arbeiten. Jetzt ist die aber geschmiert. Ist eine Messingspindel mit einer Messinghülse und ist auch geschmiert. Die muss hier schon arbeiten. Ist übrigens unten kugelgelagert. Also die Welle drückt nicht auf den Motor. Ich glaube, das würde er auf Dauer auch nicht mitmachen, sondern da ist ein Kugellager mit eingearbeitet, dass die Welle hier auf den da drauf drückt. Und jetzt haben wir hier wieder 500... Ja, ich stelle es jetzt einfach mal runter. Die 500 Gramm. Ja. Funktioniert genauso gut. Können wir mal ein bisschen höher fahren. Also die dreht noch kurz an, aber keine Chance. So, also, wie gesagt, was ist passiert? Nach wie vor, klar, Hydraulik, 500 Euro, überhaupt kein Thema. Das Zylinder rein, da schätze ich, haben wir überhaupt keinen Stress mit. Dann würde das auch wunderbar funktionieren. Die Gabel geht gar nicht bis durch, oder? Liegt die auch da auf? Aber das war jetzt nicht der Plan. Also wie gesagt, wäre jetzt kein Thema. Also ihr könnt da gerne die Hydraulik mit einbauen. Aber es wird kein Modell sein, das ich so oft benutze. Und ob ich dann wirklich 500 Euro nur für den Hubmechanismus ausgebe, ja, will ich irgendwie noch nicht. Ja. Wie gesagt, ich finde das so genial, dass der Motor da so reinpasst und die Spindel da eigentlich so locker flockig reinpasst. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie kommt denn das eigentlich? Denn wir haben ja bei den anderen Sachen, diversen Zylindern von Baggern und so weiter und auch für den Kipper schon, da haben wir auch genau diese Variante gemacht. Auch wir haben auch schon Zylinder für Radlader gebaut. Ich muss das einmal hochfahren. Und die haben doch auch Leistung gebracht. Gleiches Prinzip. Auch teilweise der gleiche Motor. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so der ultra billige Schwachmotor ist. Nichtsdestotrotz, ich habe neue Motoren bestellt. Das ist auch etwas, was ich neu bestellt habe. Zum Testen. Vielleicht finden wir ja einen Motor, der einfach ein bisschen mehr Bums hat. Aber ich bezweifle es, denn die sind so ziemlich alle gleich. Ja. Also, warum haben wir da so viel Leistung und keine Probleme? Und warum haben wir hier das Problem, obwohl wir nicht mal irgendwelche Umlenkungen haben? Also, oder heißt das Scherkräfte? Keine Ahnung. Ich habe ja, wenn ich einen Kipper habe, dann muss ich das ja auch noch seitlich drücken. Das heißt, ich drücke ja noch nicht mal parallel. Hier drücke ich von unten nach oben, geradlinig nach oben. Das heißt, ich habe eigentlich überhaupt keinen Verlust auch an der Kraft. Deswegen wundert mich das so. Und dann habe ich mir angeguckt, okay, wir haben ja diese Umlenkung hier. Das heißt, wenn ich den hier hochschiebe, dann zieht der die Gabel proportional nochmal mehr mit nach oben. Ja? Und deswegen auch die Wagen. Ich habe hier mal ein Kilo, das ich hier drauf lege. Ich glaube, das muss ich gut gegenhalten. Und dann machen wir mal mit der Kofferwaage genau diesen Test, den ich auch schon gemacht habe. Das heißt, wenn ich hier, wo jetzt meine Spindel im Endeffekt auch angegriffen hat, das Kilo hochheben will, dann verbrauche ich hier 3,5 Kilo. Allein das Haltemoment, um dieses Kilo hier auf der Höhe zu halten, sind 2,5 Kilo. Wenn ich jetzt hier ziehe, bin ich bei 3,5, 3,7 sowas, je nach Geschwindigkeit. 3,9. Das heißt, durch diese Umlenkung verliere ich eigentlich die Kraft. Ja, das heißt, wenn ich das wirklich so machen will, dass wenn ich den Arm hier nach oben fahre, die Gabel schneller mitgeht, also dieses System hier beibehalten will, dann brauche ich für ein Kilo zum Heben 4 Kilo im Drucken. Ja? Ist also das Vierfache. Oh ja, würde bedeuten, wenn ich wirklich die 4 Kilo anstrebe hier vorne, mal vorausgesetzt, die Gabel und das alles würde das auch aushalten, wir sind immer noch alle beim Plastikmodell, dann bräuchte ihr 16 Kilo Druck nach oben. Und das ist einfach eine ganz schöne Hausnummer. Ich schätze mal, deswegen gibt es tatsächlich im Gabelstaplerbereich auch die Varianten, wo nur ein Teil erst hochgefahren wird und dann der andere Teil. Also sprich, das separat getrennt wird, nicht in einem Zug gemacht wird. Wobei ich genau das hier eigentlich so genial finde, dass es eben in einem Zug gemacht wird. Weil natürlich, ich kann jetzt sagen, ich mache jetzt hier die Gabel, baue ich jetzt hier fest an, dann hebe ich jetzt hier den Arm schon mal auf mit der Geschwindigkeit, dann habe ich die einfache und dann mache ich einen zweiten Motor rein, der dann die Gabel nochmal auf diesem Arm hier hoch und runter fährt. Ja,
ist auch im Kopf. Wie gesagt, wir suchen gerade Lösungen. Ich suche Lösungen. Das mit den Spindeln, wie gesagt, das passt so geil mit dem Motor, das passt so super. Und es funktioniert halt leider nicht. Und wenn es nicht funktioniert, ja, dann bringt es uns leider Gottes relativ wenig. Aber wie gesagt, ich wollte euch das mal zeigen. Vielleicht eben auch mal, wie es nicht funktioniert. Ansonsten wäre das genial gewesen. Genau, ich habe Motoren bestellt. Einmal kleine, einmal große. Ich habe auch mal diese China Linear Zylinder bestellt. Die kennt ihr auch. Manche verbauen die in den Dampern und den Kippern. Da habe ich auch mal einen bestellt. Die sollten hier viel Druck aufbauen. Ob es zumindest für ein Kilo reicht, wir werden es sehen. Es wäre natürlich schön, wenn wir sagen, okay, die 4 Kilo sind vielleicht echt sportlich, weil 4 Kilo ist eine Menge. Aber wir könnten zumindest hier irgendwo 2 bis 3 Kilo doch anstreben mit der gleichen Telemetrie, die wir hier schon haben. Ja? Ohne, dass ich eben auf diese 2 Stufen zurückgreifen muss. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht lösen wir es auch einfach elektrisch, diese 2 Stufen, dass ich sage, wir machen 2 Motoren, die wir aber verbinden, die gleichzeitig angesprochen werden beim Hoch- und Runterfahren. Die Frage ist, wie viel Nachlauf habe ich dann da oder wie viel Versatz habe ich dann da? Weil irgendwann kann es natürlich sein, wenn der eine schneller läuft oder immer schneller anläuft als der andere oder mit eine andere Belastung hat, dass dann irgendwann mal die Gabel unten ist, der innere Hubarm unten ist und die Gabel noch so auf 7:30 steht. Das weiß ich jetzt nicht. Ja? Müssen wir einfach mal testen. Wie gesagt, ich fand es ganz interessant, wie viel Energie wir eigentlich tatsächlich aufwenden müssen. Für 1 Kilo im Hub brauchen wir einfach 4 Kilo Zugkraft in dem Moment oder Druckkraft, wie auch immer, um dieses hochzuheben. Und das habe ich echt unterschätzt, dass diese Umlenkung hier so viel ausmacht. Also, dass es gleich vervierfacht, ist einfach eine krasse Sache. Ja, deswegen, ja, müssen wir mal schauen, wie wir hier weiter vorgehen. Wie gesagt, ich habe ein paar Motoren bestellt, ich habe diesen Zylinder bestellt. Vielleicht machen wir auch mal einen Versuchsaufbau mit einem Seilzug oder mit so einer Umlenkrolle, wo es auch nach unten gezogen wird. Das weiß ich noch nicht. Ich habe natürlich immer noch diesen Part, ich hätte das gerne alles hier in dem Arm drin verstaut, denn wir bewegen uns ja hier noch nach vorne und nach hinten. Und ich habe jetzt keine Lust, wenn ich jetzt hier natürlich so eine Seilwinde oder irgendwas drin hätte, wo nach außen geführt ist, dass wenn ich jetzt hier kippe, dass sich dann die Höhe nochmal verändert oder dass dann automatisch irgendwo das mit schwingt oder sich verändert. Deswegen, ich fand das so kompakt eigentlich richtig gut, hat aber nicht funktioniert. Deswegen müssen wir einfach mal weiterschauen. Ja? Mit der Kabine bin ich noch nicht weiter. Wie gesagt, ich wollte mich jetzt erstmal um den Hub kümmern. Und ja, schade, dass es nicht funktioniert hat. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wie gesagt, momentan brauchen die Teile ein bisschen. Das heißt, bis das nächste Video kommt, kann es ein bisschen dauern. Und am besten ihr abonniert, drückt auf die Glocke und dann kriegt ihr sowieso eine Mitteilung, wenn dann das nächste Video online geht. Gell? Ansonsten freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Es bleibt auf jeden Fall spannend, welche Lösungen wir am Ende dann verwenden können. Ja? Bis dann!